Ach, da ist aber froh, der Max. Volle Kanne Frühstück mit Patricia Schäfer, meiner Kollegin aus dem ZDF-Morgenmagazin. Ich finde es sensationell, dass man in eine Sendung kommt, wo man dann zum Frühstück eingeladen wird. Ja, genau. Ihr kriegt ja nichts zu essen, oder? Wann esst ihr vor der Sendung? Doch, doch, doch. Bei uns gibt es auch, aber eher so zwischendurch. Bei uns ist das Thema nicht das Frühstück. Bei uns frühstücken die Gäste ab 8:30 im Café. Wir machen das ja nur, um die Gäste gefügig zu machen. Ach so. Von gestern noch von Lea Linz, da musst du nachher probieren. Diese wunderbare Marmelade aus Luxemburg und Butter aus Luxemburg. Hey. Wir haben noch genug Zeit. Die Luxemburger schon, Butter besser als andere Butter. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, die Amis, die hauen auf alles noch. Was, Erdnussbutter kommt da überall drauf oder so. Nicht die Amerikaner generell, aber unser Floßkapitän hat gesagt, that'll make it stick to your ribs. Also so nach dem Motto, du musst was essen, was den ganzen Tag hält, wenn du ruderst. Und deswegen Erdnussbutter auf Karottensticks, auf das Müsli obendrauf nochmal, auch gerne mal auf einen Apfel oder so. Aha. Kleiner Ausflug vom Morgenmagazin in Richtung USA. Patricia Schäfer unterwegs auf einem Floß auf den Spuren Mark Twains. Gucken wir gerne mal rein. Das ist er, einer der längsten Flüsse der Erde. Und das sind sie, die Abenteurer. Wir fahren auf einem Floß den Mississippi hinunter. Vor Moderatorin Patricia Schäfer und Schriftsteller Volker Strübing liegen 2000 Kilometer. Von St. Louis bis New Orleans. Und das auf einem Floß, genau wie Huckleberry Finn und der Sklave Jim. Mit dem Unterschied, dass auf diesem Floß eine 12-köpfige Crew und 2 Kameras auf Reisen gehen. Wir essen Pasta auf der Alligatoreninsel. Sind dem Feuerteufel von Illinois auf der Spur. Und treffen einen wirklich gut aussehenden Kopf. Machen eine Schlammkur am Strand. Und haben manchmal gar keine Lust, in die Kamera zu gucken. Oh. Sie hören irgendwann auf, ihre Moskitostiche zu zählen. Man soll ja nicht kratzen, heißt es. Aber es ist schön. Und kämpfen mit den Tücken des Flusses. Und sinken immer tiefer ein. Oh Gott! Sie fragen sich manchmal, warum sie sich auf dieses Abenteuer eingelassen haben. Scheiße. Und wissen meistens ganz genau, warum. Patricia Schäfer und Volker Strübing treffen auf interessante Menschen und auf fragwürdige Meinungen. In Vicksburg gibt's beispielsweise Waffen für jedermann. Gefährlich? Das sieht der Besitzer des Waffenladens nicht so. Die Statistiken zeigen, nicht Waffen töten Menschen, Menschen töten Menschen. Naja, eher ein Argument, Menschen keine Waffen zu verkaufen. Aber hier am Mississippi ist eben einiges anders. Und am Ende der Reise kann Patricia und Volker eigentlich nichts mehr schocken. Coole Doku zusammen mit Volker. Volker ist normalerweise Schriftsteller, ne? Ja, genau. Also auch dort war er das noch. Also er hat auch das Drehbuch geschrieben, wobei 80% dessen, was passiert ist, natürlich nicht im Drehbuch stand. Aber man muss sich ja überlegen, was hat man eigentlich vor, was will man für eine Geschichte ungefähr erzählen. Aber viele Leute, die wir getroffen haben, haben dann halt, das hat sich alles so ergeben dann. Ne? Naja. Du suchst den einen, findest den anderen und finden ist eh besser als suchen. Ich habe da ein paar nette Menschen gefunden. Ja. Aber dieser Schlamm, wie kommst du da überhaupt durch? Ihr seid ja wirklich bis zu den Hüften fast im Dreck gesteckt. Das ist eine Fangopackung gewesen. Ja. Ja, man muss wissen, wo man langläuft, wenn man so als Greenhorn aus der Stadt dahin kommt, dann wundert man sich. Also es sieht total fest aus und dann sinkst du ein. Und ich hatte ja auch viel zu viele Klamotten dabei. Ja. Der hatte noch eine Klampfe dabei. Irgendwie hat er jeden Tag gesungen am Lagerfeuer. Volker hat am Lagerfeuer gesungen, ja. Und ich dachte halt, ja, es hieß so, wir lassen uns den Mississippi hinuntertreiben. Und dann dachte ich, ja, dann sitze ich da auf dem Floß in der Abendsonne und posiere ein bisschen. Und die Hälfte der Klamotten habe ich dann entsorgt, weil eben, das stört nur, ja, wenn du so einen riesigen Seesack dabei hast. Ihr habt dann, was du ja gerade schon gesagt, auf einer Sandbank geschlafen, so eben wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn, so ein bisschen. Ja. Dann habt ihr bestimmt auch kein Dixi-Klo dabei gehabt oder irgendwie das große Waschprogramm. Wie lief denn das? Habt ihr dann euch ab und zu doch ein kleines Hotelzimmer genommen oder immer irgendwie ins Restaurant rein? Ja, das schon. Also wir haben ja auch Leute treffen wollen. Auf dem Fluss triffst du Alligatoren, Menschen, du triffst Adler, du triffst Bären, die mal vorbeischwimmen, aber wenig Menschen. Also wir haben einen Kapitän eines Schubverbandes mal interviewt per Funk. Ja. Aber um Leute zu treffen, und wir wollten ja auch wissen, wie tickt der amerikanische Süden, wie sieht dieses Land aus der Perspektive des Mississippi, der einstigen Lebensader. Und da waren wir dann eben in Städten und haben Leute getroffen. Und da waren wir dann so 5-6 Tage auch mal im Hotel zwischendurch. Dann wieder waschen. Ja, ja, nee, waschen auch. Du gehst in den Fluss, nimmst dein Duschgel mit, musst nur gucken, das ist wie eine Gegenstromanlage. Du musst dann das Duschgel ein bisschen weiter vorne reinschmeißen, schnell Wasser ins Gesicht, dann kommst du dir entgegengeschwommen. Heiß. Habt ihr denn auch dann nochmal richtig, ihr seid ja dorthin geflogen und dann den Mississippi runtergefahren, weil Mark Twain jetzt 100 Jahre tot, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, tolle
tolle Geschichte. Ja. Habt ihr denn auch das Buch dabei gehabt? Das stelle ich mir ja klasse vor. Am Mississippi sitzen und Tom Sawyer und Huckleberry Finn lesen. Das Buch sieht jetzt entsprechend aus, ziemlich zerflattert, weil alles wird nass, alles wird schlammig auf diesem Fluss, ist klar. Ne? Du bist die ganze Zeit, springst du rein, raus, es regnet. Dann haben uns ja auch zwei Stürme erwischt. Ja. Und Mark Twain hat überhaupt so ein Jubeljahr. Ne? Er ist nicht nur 100 Jahre tot, was er wahrscheinlich nicht so lustig findet, aber er hat 175. Geburtstag in diesem Jahr auch. Und Huck Finn hat 125. Ja, brutal. Du hast gerade den Sturm schon angesprochen. Wir haben noch ein paar Bilder da. Da hat euch so richtig der Orkan getroffen. Gucken Sie sich das an. Ein Tornado. Ja, brutal. War das. Das war der erste. Das hat uns kurz nach dem Ablegen, eine halbe Stunde nach dem Ablegen im schönsten Wetter, sah es dann so aus. Hat uns der Fluss begrüßt. Innerhalb von Sekunden, oder? Ja, und wir haben es echt nicht geglaubt und wir konnten das Fluss kaum noch manövrieren. Für John war das, da ist John hinten, unser Kapitän. Ja. Der sagte, das war wirklich nicht ungefährlich. Und wir haben dann unter so einer Brücke das Floß festgehalten. Da war der Fluss wenigstens, also war hüfttief nur, da hatten wir Glück und konnten es festhalten. Sonst wärst du da irgendwie. Jetzt war das Floß ja gar nicht so klein, also um die 20 Quadratmeter. Ja, aber da sind diese riesigen Schiffe mit den Schaufeln. Hattet ihr da nie Schiss, wenn so ein Schiff vorbeifuhr? Also es gibt nur noch ganz wenige Mississippi-Dampfer. Das ist eigentlich nur noch so eine Touri-Nummer, so ein paar Meter. Es gibt keine wirklichen Mississippi-Kreuzfahrten mehr. Aber die Frachtschiffe, die sind wirklich 10, 20, 30 Mal so groß wie auf dem Rhein. Und deswegen hatten wir so einen Bordfunk und deswegen muss man auch jemanden dabei haben, der sich wirklich auskennt. Wir haben ständig in Funkverbindung mit der Coast Guard gestanden und sind denen ausgewichen. Also die wussten, da sind ein paar verrückte Deutsche unterwegs auf dem Mississippi, Die verrückten Deutschen, wir haben das ja manchmal mitgehört über Funk, was sie über uns gesagt haben. Die haben echt alle gedacht, wir haben einen an der Klatsche, weil das niemand macht. Dabei ist es eine so schöne Perspektive. Kein Mensch fährt den Mississippi mit Muskelkraft hinunter. Ja. Dabei ist man an schönen Stellen wirklich alleine im Dschungel und kann wirklich kann schwimmen, kann grillen, kann den Tag genießen. Aber schwimmen, sind da nicht Krokodile im Fluss? Nicht im Fluss. Der Fluss ist schön warm, angenehm warm, nicht zu kalt. Und die Krokodile sind nur in den Seitenkanälen. Ach so, also da kann keins rauskommen. Nein. Denen ist es da wirklich, die Strömung ist denen da zu stark. Die sind ja eher so gemütlich. Ja. Die wollen nicht abgetrieben werden. Und wisst ihr, auf dem Fluss, im Team, Kamera, wie war 15 Menschen da auf 20 Quadratmeter, muss man sich schon sehr mögen. Ne? Ja, du bist eigentlich, der einzige Rückzugsraum ist dein Zelt nachts. Ja. Sonst bist du immer, oder du gehst mal in zwei Begleitkanus dabei. Wenn du einen Floßkoller kriegst, kannst du mal ins Kanu steigen und sagen so, ciao Leute. Ach so, ein Kanu, wo dann mal ein Kameramann so ein bisschen... Nee, ohne Kameramann. Du paddelst alleine mit dem Kanu mal weg. Ach so. Oder voraus oder so. Das kann man schon machen. Ich dachte, die wären für die Kameraleute, dass die mal vorausfahren können, aber auch mal ein Bild vom Floß machen. Sonst stehst du die ganze Zeit auf dem Floß und kannst das Floß nicht fotografieren. Und wichtigstes Utensil wirklich der Hut. Ne? Also wenn du den nicht hast, verbrennst du. Sonnenschutzfaktor 50. Ja, 100. 100? Ja, 185 plus hatte ich meistens. Es gibt aber auch 100. Er kleidet dich aber sehr schön. Der sieht aber jetzt noch nicht so mitgenommen aus. Also das ist auch schon mein zweiter. Der erste ist wirklich im Sturm zerlegt worden. Im genau Fluss kaputt gegangen. Von unseren 8 Zelten haben 3 überlebt. Also der eine Tornado, der Fast-Tornado, der war heftig. Wunderbar. Lass den Hut gerne noch ein bisschen auf. Wir sprechen gleich weiter. Wenn Sie noch Fragen haben, immer her damit per Telefon oder per E-Mail volle Kanne@zdf.de. Und jetzt